Jo, moin Leute, ich komme gerade rein ins Auto, zumindest vom Kirschbaum schneiden. Guckt euch das auf jeden Fall an, das war richtig cool. Und heute machen wir etwas sehr Spannendes, habe ich mich schon lange drauf gefreut, aber auch lange Angst vor gehabt, ein bisschen. Warum seht ihr gleich noch? Genau, wir schneiden heute etwas, das viele von euch kennen werden. Beziehungsweise, ja, was viele von euch im Garten haben, aber mit Sicherheit als Holz eher nicht kennen. Und zwar Lebensbaum, nicht irgendein Lebensbaum, abendländischen Lebensbaum. Das ist so die typische Heckenpflanze. Und der Baum kommt aus Nordamerika. Gibt ja noch den anderen, den Riesenlebensbaum. Wie der Name schon sagt, der wird halt deutlich mächtiger. Und der abendländische Lebensbaum ist eher so ein kleinerer Lebensbaum. Das heißt, kleiner wird auch wahrscheinlich 20, 30 Meter hoch werden oder vielleicht noch höher. Wächst aber sehr langsam. Also Lebensbaum ist ja generell bekannt dafür, dass es eigentlich nicht so die schnell wachsendste Pflanze ist. Selbst diese Riesenlebensbäume sind noch verhältnismäßig ja, langsam wüchsig. Bei uns wachsen die vielleicht einfach super schnell und groß oder hat man das Gefühl, dass die super schnell und groß wachsen, weil die einfach häufig im Freistand stehen. Aber richtiges Western Red Cedar, das ist ja Riesenlebensbaum aus Amerika, das sieht man, das hat Jahrringe von 1 bis 2 Millimetern. Und dieser abendländische Lebensbaum wird gehandelt, aber eigentlich nur lokal in Amerika, das ist Northern White Cedar. Wie schon der Name sagt, es ist deutlich heller. Und es wächst nochmal deutlich langsamer. Es ist auch ein bisschen schwerer, aber es ist immer noch Lebensbaum. Es ist also immer noch leicht. Von daher Rampe brauchte ich nicht. Den konnte ich so drauflegen. Und wie schon gesagt, das ist ein deutlich helleres Holz. Also da zwischen Splint und Kernholz zu unterscheiden. Also es hat Kernholz, aber das ist halt relativ hell, das Kernholz. Fast Splintholzfarben. Splint ist super schmal. Das ist normal bei dem Baum. Wie es den Unterschied sieht man aber später sehr schwierig. Was halt häufiger ist, das hat aber auch der Riesenlebensbaum, ist, dass die kernholzfaul werden oder wurzelfaul und dann unten so eine Kernholzfäulnis sich bildet. Und das ist relativ interessant, weil das ist bei dem abendländischen Lebensbaum dann richtig dunkel. Und das scheint dieser Stamm auch zu haben, aber man wird es nachher nicht sehen, weil dafür die Schnittflächen schon zu lange trocken sind. Aber ich sag's deshalb jetzt. Ist auf jeden Fall auch mit drinne. Und das werden wir uns jetzt gleich mal ansehen. Ist jetzt kein super dicker Stamm. Ich glaube, auch hier in Deutschland abendländischen Lebensbaum zu finden, der dick ist, ist sehr schwierig. Wie gesagt, da müsste man wirklich mal das Glück haben, dass irgendwo eine verwilderte Hecke über Jahrzehnte gewachsen ist. Und das ist eigentlich fast nirgendwo der Fall. Ist ja jetzt dort, wo wahrscheinlich, wo ich den her habe. Ja, oder das war, glaube ich, ein Kleingarten, der dann über längere Zeit dann auch nicht unbedingt gepflegt wurde. Und dann passiert halt mal sowas. Aber ich meine, wir profitieren halt davon. Es gibt dann immer interessante, schöne, seltene Stämme. Und ich habe jetzt so einen da. Der stand direkt am Zaun. Das heißt, das allererste, was wir jetzt gleich machen werden, nachdem wir uns natürlich den Stamm genauer angeschaut haben, ist nach irgendwie Metall suchen. Es kann nämlich sein, dass dieser Zaun vielleicht befestigt wurde in dem Stamm. Aber das schauen wir uns mal an. Das ist der Lebensbaum und man sieht, glaube ich, schon sofort, was ich meine mit, der hat eine sehr spannende Form. Der hat jetzt nämlich hier noch diesen herauskommenden Ast, den ich nicht, oder Zwiesel, den ich nicht abgeschnitten habe und den möchte ich auch nicht abschneiden. Ganz einfach, das ist mein einziger Stamm, den ich jetzt von diesem abendländischen Lebensbaum habe. Es lohnt sich deshalb nicht, hier den jetzt abzuschneiden und darauf zu setzen, möglichst, sag ich mal, schöne Bretter rauszukriegen, weil es wird sowieso nicht, also die Masse an Holz wird nicht reichen für irgendein Möbelstück. Zumindest für kein größeres. Und deswegen lasse ich das hier drinne, weil das wird eine interessante, gibt den ganzen eine interessante Form natürlich, auch eine interessante Maserung. Und ich denke, damit kann man so eher künstlerische Sachen machen. Wie schon gesagt, das Holz ist sehr leicht, das ist sehr weich. Selbst jetzt noch hier der abendländische Lebensbaum. Der ist zwar in allen Sachen nochmal einen Ticken härter und schwerer, habe ich ja schon gesagt, als der Riesenlebensbaum. Ist aber trotzdem immer noch weich. Ja, daraus Möbel zu bauen, deren Oberfläche, sage ich mal, stark beansprucht wird, wo eine gewisse Härte notwendig ist, das ist nicht der Fall. Das hat das Holz einfach nicht.
Von daher bleibt das dran und wird hoffentlich später auch ziemlich cool aussehen, wenn es funktioniert. Ich weiß es nicht. Man sieht noch zusätzlich, das ganze Ding ist krumm. Ich musste das jetzt hier wieder mit ein paar Schwarten so ausjustieren, dass das funktioniert. Und wir haben hier oben noch einen dicken Ast rauskommen. Das Ganze hätte man auch abschneiden können. Ich lasse es drin. Ich meine, den Ast werde ich jetzt wahrscheinlich sowieso größtenteils rausschneiden. Vielleicht ist auch da nochmal ein bisschen schönere Maserung drin. Wie gesagt, bei solchen Sachen wie Zeder in Anführungszeichen, weil es die Amerikaner Cedar nennen. Es ist ja keine Zeder, also bei so Zypressen sind Äste prinzipiell nicht schlimm für die Trocknung, weil das Holz verzieht sich sowieso so gut wie gar nicht beim Trocknen. Der ganze Stamm, der dürfte jetzt um die 1,80 Meter lang sein. Und gucken mal, was der Durchmesser sagt, aber man sieht, das ist kein dicker Stamm. Wir sind jetzt hier am schmalen Ende bei ca. 17 cm. Wenn ich den Ast hier rausmesse, dann sieht auch hier, es ist ein bisschen hohl, wo das herkommt. Keine Ahnung, ob der vielleicht oben mal abgeschnitten wurde, damit er nicht so hoch wächst. Kann durchaus möglich sein. Man hat es halt reingefault mit über die Jahre. Kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Ich denke aber mal, das wird uns jetzt hier nicht groß beanspruchen. 4 cm komme ich rein. In der Höhe, ja, wie soll ich hier messen? So ganz grob können wir auch mit 16 cm rechnen. So, jetzt bin ich hier drüben am dicken Ende gelandet und hier sind wir bei circa 23 cm auf tatsächlich sogar 26 cm. Also ist schon beachtlich für einen abendländischen Lebensbaum. Sieht man selten, dass die mal so dick wirklich bei uns werden. Wie gesagt, für amerikanische Verhältnisse wäre das hier wahrscheinlich Brennholz. Für uns was Besonderes. Und man kann vielleicht doch noch ganz klar knapp erkennen, wie hier so ein bisschen dieser dunkle Kern, will ich jetzt nicht sagen, ja, dieser Vorläufer von Fäulnis und diese Verfärbung sozusagen davon, wie die hier drin ist. Und ich glaube, man erkennt auch, dass das relativ engringig gewachsen ist dafür, dass das halt mitten im Freistand stand. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt irgendwie im ersten Schnitt hier die gerade Fläche zu bekommen und dann werde ich einen Trick anwenden, den ich selber noch nie angewendet habe, aber ich hoffe, er funktioniert. Halt, ich habe es ja eben noch gesagt, als allererstes, wir gucken nach Metall. Wenn ich jetzt hier die Rinde lang gehe, würde ich behaupten, ich sehe zumindest nichts, was auf einen Nagel oder so hindeutet. Allerdings sehe ich hier, ich hoffe, man sieht das, zwei Löcher. Nee, hier ist es. Hier ist eins und hier ist eins, die mir in so einem verdächtigen Abstand zueinander irgendwie sind. Ich hoffe, dass hier keine Befestigung war. Wie gesagt, dass hier ein Zaun reingegangen ist. Hier ist auch blöderweise dieser Zwiesel. Hier kann natürlich alles Mögliche eingewachsen sein. Ich hoffe, dass das einfach nur Äste sind, die überwallt sind. Ich meine, man sieht hier überall an dem Holz diese ganzen kleinen Punkte. Das sind alles Punktäste. Das ist auch so eine Besonderheit in dem Holz, aber das werdet ihr dann hoffentlich später sehen. Ich will jetzt gleich mal gucken, ob ich hier irgendwas finde, so grob. Und hoffe nicht, dass ich gleich im ersten Schnitt hier irgendwie durch irgendwas Metallenes schneide.
Also irgendwie das Ganze funktioniert, die Bretter sind durch. Ich würde mal behaupten, den ganzen Stamm aufzuschneiden wäre vielleicht eine Sache von 10, 15 Minuten gewesen. Wenn nicht dieses Hin und Her und Gemurks gewesen wäre, das ist, man hat es ja vielleicht gesehen. Vielleicht werde ich auch mal eine kleine Zeitanalyse daneben packen, wenn das bei irgendeinem Schnitt überhaupt repräsentativ ist. Das Holz hat eigentlich gar keinen Widerstand, also man kommt da super leicht durch. Die Schnitte sind super schnell. Und das ist das Holz. Ich habe ja eben was von Punktästen gesagt, die charakteristisch sind für das Holz, die jetzt aber irgendwie nicht so wirklich drinne sind. Außer hier in der Ecke. Hier sieht man überall diese kleinen Punkte. Das sind diese kleinen Mini-Triebe, die aus dem Stamm rauskommen und 2, 3 Jahre wachsen und dann absterben. Die hinterlassen diese Punktastmaserung. Man hier neben den dickeren Ästen auch manchmal. Normalerweise kann das Ganze auch relativ dominant im Holz sein. Ich glaube, hier sieht man das tatsächlich auch nochmal. Hier sind überall kleine Punkte. Vielleicht kommt das auch besser zur Geltung. Na, wenn ich hier genau hingucke, also hier sind doch relativ viele von diesen einjährigen oder ja, von mir aus auch 2-, 3-jährigen Punkteästen. Und ich denke, das Ganze kommt, wenn man das verarbeitet hat, noch deutlich besser zur Geltung. Macht das ganze Holz natürlich etwas aufregender. Jetzt so im relativ frischen Zustand sieht man hier das relativ schmale Splintholz und dann hier so ein bisschen cremefarbener den Kern. Ich hoffe, man erkennt das so ein bisschen. Das ist auch der Grund, warum ich das relativ zeitig jetzt eingeschnitten habe. Man sieht es teilweise so ein ganz kleines bisschen angedeutet, dass der Splint anfängt schon ein bisschen blau zu werden. Also das ist relativ bläueanfällig, das Holz, das Kernholz zum Glück nicht. Und dann haben wir ja, wie ich schon eben gesagt habe, diese dunkle Verfärbung. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das von da oben kommt. Also wo wir ja schon festgestellt haben, da ist ein Loch, geht nicht tief rein, hatte ich ja schon vermutet. Ob das jetzt davon kommt oder ob der vielleicht wurzelfaul war, es zieht sich auf jeden Fall durch und gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen Farbe. Und wir haben jetzt im Prinzip in diesem Holz hier 3 verschiedene Farben. Wir haben einmal den sehr kleinen, was oder kleinen, sehr schmalen Splint hier, lass ihn vielleicht 1,5 Zentimeter sein. Dann haben wir hier so einen cremefarbenen Bereich von circa 3, 4 Zentimetern und in der Mitte haben wir einen noch ziemlich dunkel. Noch stark nachdunkelnden, richtig braun. Ja, ich will die ganze Zeit sagen, falschen Kern. Es ist ja eigentlich an sich ein falscher Kern, aber nicht das, was wir normalerweise unter falschem Kernholz verstehen, sondern es ist einfach durch die Fäulnis eine Verfärbung von da oben. War eigentlich jetzt, wie gesagt, relativ spannend. Der Spaß ist ein bisschen weggeflogen, sage ich mal, weil man einfach ja, die meiste Zeit dabei war, dieses Ding halt irgendwie vernünftig zu manövrieren, sage ich mal, das Handling damit. Und das Problem war irgendwie gar nicht der Zwiesel, der hat irgendwie gar keine Probleme gemacht, das mit der Taktik, sage ich mal, das so zu drehen, dass der Zwiesel immer außen ist. Das hat sehr gut funktioniert. Das Problem war vielmehr die Krümmung und die Aststummel, die noch da waren, und ich konnte das wieder nicht einspannen. Ich habe ja fast nur mit einer Klemme geschnitten. Die Maßhaltigkeit, über die können wir auch streiten. Ich glaube, man sieht hier so eine kleine Kante, also da ist auf jeden Fall Spiel in der Dicke. Ich glaube, dass man damit aber leben kann. Tut mir natürlich für alle leid, die jetzt das nur sehen konnten, nicht dabei sein konnten, also eigentlich für alle, außer für mich. Weil man konnte das Holz gar nicht riechen jetzt. Oder ihr konntet es gar nicht riechen. Es hat einen sehr aromatischen Geruch. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es riecht schon sehr, sehr dominant. Es schützt zwar jetzt Rückenwind, das heißt, ihr habt auch nur sehr wenig davon mitbekommen, aber manchmal kam da mal so ein Schwall Sägespäne rüber und das riecht halt wirklich, ja, es riecht super aromatisch. Ich würde sagen, das war's mit dem abendländischen Lebensbaum. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr weiter solche coolen Sachen sehen wollt, dann abonniert das Ganze. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt dem Ganzen noch gerne auch ein Like und schreibt einfach mal, wie ihr das findet. Hättet ihr den Zwiesel oder den Ast, der hier beim Zwiesel rauskommt, hättet ihr den einfach abgeschnitten, um das Ganze ein bisschen leichter zu machen? Oder hättet ihr ihn auch dran gelassen? Findet ihr das cool so? Oder sagt ihr eher so, was will ich denn damit machen? Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall zu hören, was ihr dazu sagt. Und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.